Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Hallöchen. Ist Meinungsfreiheit wichtig? Mhm. Also wir wollten hier mal ein Video so machen über den Speedbug, weil wir haben halt Modern Champi gemacht und da haben halt Leute den Speedbug gemacht. Wir haben unsere Meinung im Chat gesagt und dann haben Leute gesagt, wir melden euch, nur weil wir unsere Meinung gesagt haben. Wieso eigentlich? Wieso? Ja, das ist dumm. Das sind einfach Leute, die keine Hobbys haben und einfach unzufrieden sind und Aufmerksamkeit wollen. Und auch nicht, die können auch nicht verlieren oder so. Mhm. Beispiel, hast du gerade gesehen, wie ich gefällt habe? Ja. Ja, ich hab, das ist doof, wenn man jetzt beispielsweise in einem Gruppenland ist oder so und dann gewinnt. Aber man kann dann halt darüber lachen. Ja, vor allem auch wenn man so mit Freunden Skype, dann kann man auch darüber besser lachen, weil es einfach lol ist, ne? Ja. ja. Wie gesagt, wieso machen Leute das? Wieso? Es ist einfach hobbylos. Gehen wir zur Mühle? Ja. Ich finde das richtig Unverschämtheit, dass man seine eigene Meinung nicht sagen darf. Ich habe halt gesagt, an alle, die den Speedbug machen. Ich finde es richtig ungerecht, dass Spieler sich durch den Speedbug Vorteile am Spiel holen und einfach dann viel besser im Championat sind. Da haben wir uns auch noch so versammelt und so und ja, wieso? Ja, und dann haben halt noch andere Spieler so geschrieben, die halt auch dagegen waren. Keine Sorge, die werden eh gesperrt und so und blablabla und blablabla. Und ja, und gegen sie haben die nichts, aber gegen uns, ne? Ja. Ich dann geschrieben habe, ja, hoffentlich lernen die dann aus euren Fehlern und so, ne? Mhm. Raus, dass man muss nicht immer gewinnen. Ja. Gewinnen und unfair sein ist einfach richtig hobbylos und unverschämt und ungerecht. Kein Spaß. Ja, so machen Championate echt keinen Spaß mehr, wenn jeder den Speedbug genutzt und andere haben einfach keine Chance mehr. Ja, weil man fair spielen will, man kann einfach nicht mehr fair spielen. Ich habe meine Freundin, die hatte auch Star Stable und dann hat und das war auch, glaube ich, so bei Sommerzeit oder so, keine Ahnung. Da haben auch viele diesen Bug benutzt. Das war letztes Jahr. War so kein dann haben halt bei Tant immer die ganzen Leute mitgemacht und die konnte halt nie gewinnen, weil die ganze Zeit die Leute gewonnen haben. Mhm. Dann hatte die dann einfach keinen Spaß mehr daran und hat ihren Account aufgegeben. Ja, Leute, guck mal, das kann bis zum Löschen des Accounts führen. Dass die Leute einfach nicht mehr Star Stable spielen und ich stell dir mal vor, ihr habt diese als Freundin und die löscht ihren Account, weil man einfach keine Lust mehr hatte auf sowas. Und dann verliert man einfach. Ja, failen ist besser als zu gewinnen, finde ich. Ja. Weil irgendwann ist meine Mutter sagt auch immer, wenn du immer irgendwie reich bist, dann hast du irgendwie keine Freunde mehr, sondern nur noch Freunde, weil die oft dein Geld scharfen. Und wenn du diesen Bug benutzt, dann sind die Freunde nicht wegen, dann wollen die halt nicht mit dir befreundet sein, nur weil du immer gewinnst, wollen die mit dir befreundet sein. So ähnlich ist das. Ja, und die Freunde sind dann halt auch nicht treu und so, ne? Ja. Ich bin bei Mali und du? Ich bin gerade bei dem Kaninchen-Dings da drin. Okay, dann komme ich da auch nicht. Komm hier, Hasen. Klar habe ich diesen Speedbug auch benutzt auf Luna Iceweb. Aber jetzt irgendwie nicht, um in den Highscores besser zu sein, sondern einfach, weil ich dann die Rennen besser schaffe und es nicht so mühsam ist. Und es einfach auch lustig ist, so in der Reiterarena so richtig lustig rumzurennen in dieser Dressurhalle. Ja. Ja, Leute, seid euch das doch einfach mal bewusst, was
denk doch einfach mal an die anderen Spieler, wie doof die das finden und dass sie dann auch traurig sind, dass sie nicht so gut sind. Und die ihren Account dann auch aufgeben. Ja. Sollen wir mal in den Rennen halt gucken, wer immer so bester ist an heutigen Tagen und so? Ja, klar, gute Idee. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, ich war so auf meinem Insta Rider Account, hab das Rennen gemacht, ne? Von Moreland. Das ist bei 10. Ich sehe da so in den Highscores, ne? Ich dachte mir nur so, hallo? Habt ihr sie doch alle? 17 Sekunden! Yo. Das schafft man nie, weiß ich mal. Normal schafft man das eben so in 40 Sekunden und wenn man richtig gut ist, auf 35 Sekunden, aber nicht 17. Ich habe mal auf Instagram ein Bild gesehen, ja, wo das Barell-Rennen gemacht hat und einfach das in 8 Sekunden gemacht hat. Ein Barell-Rennen? Barell-Rennen, ja. Das war nicht aus Deutschland. Das war eben aus Schweden oder so. Ja, also jetzt gerade hier auf dem Barell-Rennen hat es auch eine 8,93 Sekunden als Highscore und das ist die beste. Und das ist total gefunden. Oh Gott. Es ist einfach unrealistisch, sowas in 8 Sekunden zu zeigen. Zeigen vor allem, ne? Mhm. Zu zeigen. Seid euch einfach bewusst, was ihr da den anderen Spielern antut. Denkt auch mal an andere Leute, nicht nur an euch. Ja. Denn die anderen Spieler sind auch ganz normale Menschen und die sind auch mal traurig und haben Gefühle und wollen halt auch fair spielen. Aber sie können einfach nicht. Wegen wem? Bug. Ja. Und den Leuten, die das halt machen, ne? Ja. Ich weiß nicht, weil dieser Bug, der breitet, der sieht irgendjemand, dann lädt er diesen Bug halt auf YouTube hoch und dann sieht jemand anderes, tut es auf YouTube hochladen und das breitet sich immer weiter aus, bis es dann das ganze Spiel oder so weiß. Eigentlich war YouTube früher eine Plattform für lustige Katzenvideos. Mhm. Und jetzt? Sowas. Mhm. Ich meine, klar, manche haben auch Spaß. YouTube ist einfach diese Plattform, wo bei Star Stable Videos einfach so Bugs gezeigt werden und so. Hm? Wo halt auch meistens Bugs gezeigt werden. Und auf dieser Plattform breitet sich immer das weiter aus. Und dass auch die Leute, die kein YouTube haben. Guck mal, 17 Sekunden dieses Rennen, das schafft man niemals. Mhm. Dass halt auch die Bugs weitergeleitet werden auf die Spieler, die kein YouTube haben. Die Spieler, die das halt wissen, die erzählen das dann immer weiter. Und irgendwann weiß das ganz Star Stable. Und dann macht das einfach jeder in einer Championatsgruppe oder so. Und dann kann man gar nicht mehr fair gewinnen oder fair spielen. Ja. Und Leute, jeder darf seine eigene Meinung sagen, ohne dass man gleich gemeldet wird. Ja. Und ja, was wolltest du sagen? Also ich gebe auch offen zu, ich habe diesen Bug auch mal gemacht. Und ja, ich auch, aber Luna Ice Whip. Ja, und ich wollte mal das Rennen von Steve damit ausprobieren, aber ich habe mich ganz ehrlich verschlechtert mit diesem Bug. Ja, ich auch. Das hat mir gar nichts gebracht. Naja, bei Moreland Race von 10, da habe ich jetzt 25 Sekunden geschafft, aber es war schon mega schwer. Mhm. Ich habe diesen Bug gemacht, ich habe aber kein Championat damit gemacht und es ging mir auch nicht um die Highscores. Ja, auch nicht. Also ich habe mich auch nicht wirklich besser damit gefühlt. Ja, ich auch nicht. Man konnte sogar viel, viel schlechter damit reiten. Ja. Wenn es irgendjemanden gibt, der gut damit reiten kann, kommst du, aber ich finde es nicht wirklich gut damit. Aber stell dir mal vor, du kannst diesen Bug richtig gut und du machst das dann über 1000 und dann bist du vielleicht in 2 oder sogar weniger als 10 Sekunden dann fertig, ne? Mhm. Werdet euch einfach mal bewusst, was ihr durch diesen Bug gegenüber den anderen Spielern macht. Es sind auch Menschen, es sind keine NPCs oder so. Es sind auch keine Hacker. Ja. Ich würde diesen Bug einfach als Just for Fun machen. Nicht um besser denn zu sein. Also, ehrlich, ich würde noch nicht mal irgendwie einen Bug, der so fürs Mogeln geeignet ist, auf YouTube stellen. Hm. Irgendwer hat diesen Bug gefunden, hat es auf YouTube gestellt und es hat sich überall ausgebreitet, bis auf Instagram. Wo bist du gerade? Ich bin noch bei der Strecke, ich warte auf dich. Auf welcher Strecke? Warte, das ist Reitschreck-Dings da, kacke. Ach, auf der!
Ich dachte jetzt lieber Paulina. Achso, ich bin bei dieser Barriere. Ja, okay, ich komme. Okay. Also, ja, das breitet sich halt auf allen Plattformen aus, die es gibt. In Social Media ist langsam einfach geworden und das Spiel, es haben auch sehr, sehr viele Instagram und YouTube und nach diesem Bug und dann weiß es irgendwann ganz SSO von dem Bug. Und wie gesagt, der macht den Bug dann und aber. Okay, sag du zuerst. Wieso will man Leute sperren, obwohl man seine eigene Meinung sagt? Stell dir mal vor, diese Leute, die gesagt haben, ich sperre die, weil die ihre Meinung gesagt haben, sagen jetzt irgendwie zu irgendwas auch ihre Meinung. Und dann sagen wir auch, ja, wir sperren dich, weil du deine Meinung sagst. Und das ist ja auch, also ich gebe mal ein Beispiel zum Beispiel, Angela Merkel hat irgendwas in der Politik, also ihre Meinung zu irgendeinem Thema, und das finden wir zum Beispiel nicht gut. Und deswegen sagen wir, ja, wir wollen, dass sie aus der Politik rausgeht und dann sagt, oh mein Gott, ich habe eine neue Höchstleistung. Geil, Glückwunsch. Ja, 26. Und dann sagen wir halt, dass wir die aus der Politik raus haben, nur weil sie ihre Meinung gesagt haben. Und Deutschland ist auch mal eine Frau, ja. Ja, wir sind auch nur Menschen, die unsere Meinung sagen. Und diese Menschen, die das gesagt haben, sagen auch ihre Meinung. Das war ja. Aber wie gesagt, Meinung zu haben ist wichtig, Leute. Da muss man nicht immer gleich runtergemacht werden. Wenn man seine Meinung zu irgendeinem Fach auf SSO oder sonst irgendwas sagt, zum Beispiel zu was weiß ich, und dann wollen die Leute sofort anschreiben, wenn man seine Meinung sagt. Ja, also ich finde, das ist behindert. Aber gut, das ist genauso wie wenn man irgendwie so, vor allem genauso, ne? Das ist jetzt auch so, finde ich irgendwie so, wie wenn man, ich finde das so ein bisschen, finde ich das Cybermobbing ganz leicht irgendwie. Ja. Weil man wird ja so auch geärgert und runtergemacht. Ja, das und mir ist halt auch irgendwie sowas ähnliches passiert, jetzt halt nicht in SSO halt. Halt nur heute Morgen über WhatsApp. Person XY hat mich als Fett beleidigt, obwohl ich, okay, ich habe jetzt nicht wirklich die schmalste Figur oder so. Ich bin voll fett. Nein, bist du nicht. Doch. Party! Guck, ich habe auch gefailt und ich finde das voll leu. Ich finde das cool zu failen. Ich muss das andere Rennen machen. Leute, noch was. Stell dir mal vor, ihr sagt eure Meinung und ihr werdet gesagt, ja, ich sperre dich und ich melde dich beim Support, weil du deine Meinung gesagt hast. Ja, dann lernt ihr daraus, euer Kopf lernt daraus und euer Gehirn, und das bleibt halt in euer Gehirn und dann traut ihr euch nicht mehr eure Meinung dazu, irgendwas zu sagen. Ja, also zurück zu meinem Vorfall halt. Also mich hat jemand halt als fett beleidigt, obwohl ich, okay, ich gebe zu, ich habe die schlankste Figur. Aber ich bin jetzt auch nicht perfekt, ja? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich muss halt nicht von außen schön aussehen, ich kann auch von innen schön aussehen. Das ist meine Meinung gewesen und das ist die Meinung von dieser Person gewesen. Und ich hatte wirklich gar kein Problem damit. Ich konnte das so wegstecken, weil mich das konnte mir den Buckel runterrutschen, ganz ehrlich. Jeder kann sich selbst einschätzen. Leute, ganz ehrlich, achtet nicht auf das, was außen ist, sondern achtet auf den Charakter des Menschen. Ja. Sogar, es kann ja jeder so übelst hässlich aussehen, aber eine tolle Person sein. Ja. Aber wie gesagt, man kann potthässlich sein und es kann trotzdem ein toller Mensch sein. Also, achtet nicht auf die äußeren Werte, sondern auf die inneren. Darauf kommt's an. Und Leute, hört auf, euch irgendwie irgendwelche Sachen von anderen Leuten oder von euch irgendwie in den Kopf reinzubekommen. Nur weil ihr denkt, keine Ahnung, ihr werdet hässlich oder ihr werdet dumm oder so. Das stimmt gar nicht. Ihr seid ein normaler Mensch und wenn ihr euch das einredet, dann glaubt ihr daran und dann wird das auch so geschehen. Seid lieber ihr selbst und macht sowas nicht. Stellt euch mal vor, irgendwie so ein Mörder zum Beispiel. Oder irgendwie so ein Wart kurz, ja? Okay, ich habe den aufgenommen. Okay, ja, es kann auch irgendwie so ein Verbrecher oder so sein. Und der hatte irgendwie eine schlechte Erfahrung, dass er zum Verbrecher irgendwie wurde. Denn jeder selbst so schlechte Mensch, so Mörder oder so, hat irgendeine Erfahrung gemacht und wurde dann halt irgendwie so, ne? Jeder Mensch ist einmal toll, ne? Ja. Nee, eine. Oh, hi! Hallo! Guten Tag! Meine Frage, hast du morgen schulfrei? Ja. Zurück zum Thema. Hast du noch irgendwas zu sagen?
eigentlich nicht so viel. Was heißt nicht so viel? Halt nur, dass man wirklich auf seine innere Stimme achten muss. Und ist ja auch gefallen, dass wir gerade mehr über andere Leute reden, als über die Kopf, der uns passiert ist. Ja. Läuft bei uns. Mhm, egal. Und ich muss gleich auf, das wollte ich auch noch sagen. Okay, dann bis zum nächsten Mal.